Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich derzeit bei eBay ein echtes Tyrannosaurus-Fossil bestellen. Für das Skelett eines jungen T-Rex werden knapp 3 Millionen US-Dollar aufgerufen. In den USA hat das für Empörung gesorgt. Eine US-Vereinigung von Paläontologen kritisiert die Aktion in einem offenen Brief. Die Aktion untergräbt den wissenschaftlichen Forschungsprozess und macht es zukünftigen Generationen schwer, am Naturerbe unseres Planeten teilzuhaben, schreiben die Forscher in ihrem Statement. Dass Millionen Jahre alte Fossilien in privaten Sammlerhänden landen, ist nicht ungewöhnlich. Gegenüber dem Wissenschaftsmagazin Science sagte US-Paläontologe Thomas Carr, er wisse von etwa 34 T-Rex-Skeletten in Privatbesitz, zu denen die Forschung keinen Zugang habe. Der Auftraggeber der Auktion ist ein professioneller Fossiliensammler. Er entdeckte das Tier im Jahr 2013 und stellte es einem Naturkundemuseum als Leihgabe zur Verfügung. Laut Science bedauert er, das Museum nicht vorab informiert zu haben. Er habe aber gegen kein Gesetz verstoßen.